Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge des neuen Anfangs von Arma 3 Altes Life. Und das Ganze geht jetzt in einer weiteren Konstellation los. Nein, schnell, die Bullen kommen schon. Die Bullen kommen. Moment, wir machen die Ansage gleich weiter. Weil die Bullen fahren hier mit der Hand herum. Und dabei ist natürlich, ich glaub, die fahren hoch. Dabei ist natürlich immer noch der Chris. Hallo. Der Bacardi. Guten Tag. Und jetzt natürlich auch da reingekommen, der Matterhorn, der natürlich ebenfalls einen YouTube-Kanal hat, den ich natürlich unten in der Videobeschreibung mal verlinken werde. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, was haben wir für diese Folge geplant? Ja, wir haben jetzt vor, von dem Herrn Vitali, den der Herr Lightning LP vielleicht gerade mal so zeigen könnte, aber naja, wollen wir jetzt das Haus knacken, da es ein Owner, beziehungsweise es ist ein... Ja, ein Admin von unserem Server, und der hat halt, wie er uns gestern und vorgestern schon erzählt hat, sehr, sehr viele Waffen und sehr, sehr viele Gegenstände in seinem Haus. Ich bin gerade am Rebellenspawn, lock mich jetzt aus. Genau, dann, wir müssen hier ein bisschen... Wenn die Luft rein ist, dann werden wir sein Haus knacken. Genau. Das natürlich auch ausräumen. Ich würde sagen, ich komme gleich mit dem Tempest am besten, oder? Dass wir alles reinpacken können. Ja, wo ist denn sein Haus? Ja, warte. Bacardi, weißt du dann, nö. Okay. Ich weiß es. Okay, wir... treffen uns alle bei der Garage. Wir treffen uns einfach alle bei der Garage. Ich bin schon bei seinem Haus. Ja, okay, gut. Okay, dann warten wir da. Der Rest trefft sich bei der Garage, weil ich Tempest aufpark, da könnt ihr alle rein. Nee, wir sind auch schon bei seinem Haus. Ach so, wir ja. Sind das Haus ist offen. Das Haus ist offen. Ja, ich weiß, da oben steht auch eine Kiste drin. Wie das Haus ist. Oh, bitte lass mich die Bolzenschneider noch haben. Nee, das Haus ist offen und ich bin drin, ne. Okay. Alter, warum sind die Bolzenschneider weg? Das ist doch behindert. Ja, musst du mit dem Heli fliegen. Oh, hier an der Kiste, oder was ist das alles drin? Ja, hier und da hinten ist auch noch eine, aber wir brauchen einen Bolzenschneider und wir gehen erstmal aus dem Haus raus, bevor der kommt. Ja, stimmt. Wenn ja, der nämlich jetzt spawnt, der darf uns hier drin killen. Wir müssen uns ein bisschen erstmal verschanzen. Ja, geht mal in Deckung. Ich muss das mal hinkriegen mit dem Bolzen. Ja, ich... Ganz schön nebelig heute hier auf dem Server, den ganzen Tag schon. Ja, komm. Ich hab ne Idee. Wir nehmen mal schnell einen Gang-Hider ein. Okay, dass, dass wir uns die Bolzenschneider dort holen können. Gang-Hider. Weil du kannst irgendwie mit Bolzenschneidern nicht speichern. Ja, okay. Gut, dann... Ja, das ist direkt überall von Kabala. Ja, sollen wir da... Dann müssen wir aber, dahin dann laufen? Müssen wir halt aber aufpassen. Oder... Ey, warte, ich komme euch abholen. Zu wie viel Zeit denn hier? Zu dritt. Ja, gut, das passt da rein. Ja, dann schicke ich meine Gruppe mal frage ich, ne? Ja, warte, ich muss kurz raus aus der Gruppe. Ja, dann schicke ich dir nämlich mal eine Anfrage. Jetzt. Okay. Ist ziemlich weit unten, habe ich gesehen. Da. Batsch, batsch. Wunderbar. Ich bin hier neben dem Busch. Ja, ich sehe dich. Wir müssen bleib da einfach stehen. Ja, wir sind alle hier. Ja. Ja, die letzte Folge war ein bisschen chaotisch, muss ich dazu sagen. Wir wurden direkt instant einfach mal am Rebellenspawn abgeknallt, nachdem wir den guten Herrn da angequatscht haben. Vielleicht zwar nicht ganz so freundlich, aber dennoch gibt es kein das Recht, jemanden in der Safe Zone so dermaßen dreckig abzuknallen. Also das ist da, also möchte gern. Möchte gern. Weil seit dem letzten Update auf unserem Server. Natürlich jetzt auch ein Taxiunternehmen, muss man. Habe ich schon erwähnt, also in der letzten Folge, glaube ich, habe ich das erwähnt? Ja, da war ich nicht dabei. Wo ist denn jetzt? Rein jetzt, Chris, auf! Komm, Chris, mach hin. Naja, ich muss so, ich bin so schwer. Bacardi, ich würde sagen, am Rebellen-Outpost holst du dir dann auch noch eine PDW. Ja. Damit du eine Waffe hast. Boah, ist das den ganzen Tag so nebelig auf dem Server. Ich müde mich mal kurz. Ich guck mal, ob ich da, erstmal mache ich die Audio mal ein bisschen. Du bist auch voll am Teasing, Matterhorn. So, Anzeigen. Warum ist das alles auf niedrig? Ja, ich bin wieder da. Ich habe keine Ahnung. Partikel muss ich vielleicht auf Standard hochstellen. Boah, jetzt habe ich nur noch im Game 14 FPS gerade. Okay. Ich weiß auch nicht warum. 10. Es leckt ziemlich. Ja, ich habe 8. Und ich bin der Fahrer, also freut euch. Na toll. Ja. Arma 3 ist aber wirklich ein FPS-fressendes Game. Das kann man Baum. Nein, Chef. Anders sagen. Ja, genau. Brauche ja nicht. Oh, das, aber da, Junge. Motherfucker, was geht bei dir? Fahr weiter. Da hier aus? Ja, fahr. Ja. Die geben uns hart. Fahren die uns hinterher? Nee, fahren sie nicht. Nee. Fahr direkt hinten, hinter das Gebäude beim Hideout. Ja, chill mal. Dann haben sie ein Problem. Oh, die schießen wirklich.
An ihm hinterher, muss mal gucken. Nee, bisher ist nichts. Ich guck mal hin nochmal, aber. Ich sehe aber auch nicht viel. Nee, nee, also komm, Kinder hinterher. Wo fährst du hin, ey? Doch, die kommen. Komm. Verein. Ich hab keine Waffe. Aussteigen. Mach den Motor aus. Er ist aus. Kommen die ernsthaft? Nein, die kommen. Ja, ich hab grad einen Ausdruck gesehen. Ja, aber auf jeden Fall mal so was erkennen können. Die haben auf uns, also pass auf, ich sag's euch gleich, wie es ist. Da die vorne steht das Auto. Wo? Die haben auf uns geschossen, wir können gleich angreifen. Wo sind die denn? Die haben umgedreht. Ich sehe aber keinen. Ja, komm von der Straße weg. Lass erstmal zum Hideout. Wir sind ja jetzt. Nein, lass. Du musst vorne durch die Straße durch. Ernsthaft? Kann ich hier nicht drüber jumpen? Nee, kann ich nicht. Nein. Müssen wir uns an die Busche nein. Doch, dann kannst du über die Mauer springen. Bin drin. Ich bin auch an. Das Auto ist nicht abgeschlossen, Leute. Ja, ist egal. Ich tu schnell einnehmen. Ja, warte. Nimm du schnell ein eben. Genau, ich capture mal eben hier unten. Warum legt der sich denn immer, Mann? Drecksau. Auto ist zu. Gut. Wenn ihr jetzt jemand. Seid ihr da rübergekommen? Ist da eine Lücke oder wie geht das? Du kannst rüberspringen. Über die Dinge? Nee, über die großen nicht, über die kleine Mauer, über die dünne und hohe. Kannst du drüber jumpen. Hier ist das ATM. Ah, okay. LPC hat das Hideout erobert. Wunderbar. Könnt ihr schon drauf zugreifen? Nein, wird noch 60%. Dass die Cops kommen, Alter. Warum? Hideout darfst du erobern. Oh, nein, aber die Cops müssen es verteidigen. Ernsthaft? Ja, kein Scherz. Das ist mir neu. Die Cops kriegen eine Meldung, LPG-Leader, ein LPC-Leader, Lightning LP und seine Gang is taken local hideout. Ah, okay, läuft. Das ist mir neu. Ja, dann komm mal. Drin. Ja, Bacardi, hau rein, los. Ich safe hier unten. Ja, guck, Bacardi and his Gang. Ja, genau. Bist du die Tür? Geh schnell hoch und hol mir eine PDW. Ja, hol dir eine PDW, das noch. Holt Bolzenschneider, ich warte im Auto auf euch. Mhm. Bolzenschneider gibt's unten. Bolzenschneider gibt's unten? Wo denn? Fast vierter Raum von vorne. Links. Ach, ich weiß wo der ATM drin ist. Nimm sieben oder so mit, sieben Stück und dann verteil die an uns alle, wenn's geht. Gangmarkt, Bolzenschneider, 1, 2, 3. Ja, kaufen wir vom Gangkonto, immer noch vom Gangkonto. Auf dem Gangkonto. 4 Millionen. Oder so. Alter, wo hast du das Geld her? Spende habe ich bekommen. Da schießt jemand mit einer Wahim, wer schießt? Aber nicht bei uns, oder? Ja, deswegen ja. Nee, wir sind nicht. Nee, bei uns in der Nähe irgendwo. Okay. Ja, doch, bei uns in der Nähe schon. Okay, das ist nicht gut. Schuss auf jeden Fall. Okay, ich habe eine Nachricht bekommen. Hab mir heute Morgen sattet 1,3 Millionen erfahren. Wer hat das denn geschrieben? Sagt mal Bescheid, wenn ihr noch jemanden braucht. Ach so, der Tobias von heute Morgen. Weißt du noch, Sniper? Ach so, ja. Der VRDMer. So, komm, wir gehen raus. Los, raus hier. Los geht's. Abhauen. Los. Fahr schon mal. Medics sind zwei drin. Oh, vorsichtig, du Irrer. Fahr aber jetzt rechts gleich durch die Stadt. Und nicht über die Hauptstraße. Ja, wir hätten doch einen Truck oder so nehmen sollen, wo wir da hinten. Ja, raus wir können hätten. Ja noch die Leute mit dem Busch sitzen hinten und die anderen. Wir die könnten ja bei der Garage eben schnell einen Wagen rausholen. Geht nicht. Warum? Matterhorn hat meinen geschrottet. Nein, ich hab Tempest. Ich hab einen Tempest. Ja gut. Oh fuck. Was? Cops. Erstens das und zweitens habe ich Ifrit gelesen. Bleib stehen, mach Motor aus. Ja, die sehen uns nicht. Nee, das die fahren an uns vorbei. Warte. Mein Motor aus. Die sind noch nicht vorbei. Die werden da vorne stehen, weil da vorne geschossen wird. Ja, die haben auf die geschossen. Fahr rechts vorbei, das ist gutes Ablenkungsmanöver. Ja. Fahr ein bisschen und jetzt links, dann die Schleife da, ja oder so. Oh, da. Oh, schon wieder hier, unser RDMer hat direkt gerade wieder jemand getötet, die Liefer. Du musst links übers Feld, weil rechts leider. Ja, ihr müsst mir sagen, wenn Steine oder Mauern kommen, ich kann es nicht so gut sehen. Ja.
Passt schon, so weit wie du jetzt fährst. Oh ja. Halt ich mal. Boah, scheiße. Ich mal ein bisschen weiter links. Boah, es ist den ganzen Tag hier nebelig, Mann. Bei mir ist, glaube ich, ein Schuss eingeschlagen. Ein Blitz? Ich glaube, bei mir ist ein Schuss eingeschlagen. Nee, ich habe keinen gehört. Nee, also ich höre die Schüsse. Oh, Mann. Junge, Junge. Die hat keiner von uns gesehen. Ja, ich habe sie gesehen, aber ich... Die ist aufgeploppt quasi. Hab nicht Bescheid gesagt. Achtung, da oben kommt... Ja, gepasst. Jetzt einfach über die Straße. Oder? Rechts rum. Umdrehen. Boah, du bist wirklich übelst am Diesing. Bei mir ab und zu. Fahren die uns hinterher? Nee, die fahren uns nicht hinterher. Die sind auf der Hauptstraße. Das ist eine Sackgasse. Weiß. Das ist Notarzt. Ja, ach so, na dann. RTW. Ja, wir fahren jetzt da unten lang. Na. Fahr rechts jetzt hier runter, genau. Kann ich ja. So, dann die Guck mal. Und dann kommen wir direkt zum Haus. Ja, erstens das. Nee, wir wollten doch Tempest vorher holen. Ah. Oh, Junge, Junge. Wir wollten doch vorher einen Tempest holen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob das zu auffällig ist. Das kann keiner reparieren. Doch, ich habe Blue Packet dabei, kein Ding. Gut. Ja, dann kannst du ja währenddessen wir knacken, kannst du das holen. Den Tempest, ja, genau. Nein, wir können ja sagen... Arm wieso? Oder so. Wir gehen alle rein und dann können die nur über die Treppe hoch. Ja. Treppe? Ja, egal, dann fahren wir jetzt zum Haus. Ja, wir fahren jetzt zum Haus. Ob ich bin falsch gehört? Nein, hier... Nein, geh rechts rein. Genau. Und dann versteckt das Auto da. Ja, und Mülltonne mitgenommen. Gut, reicht. Aus, raus. So, dann wollen wir nochmal. Jo. Gib mir mal zwei Bolzenschneider oder so. Dann ja, ja, warte. Hier kommt, bleibt mal alles stehen. Geh direkt rein. Und, ich safe schon und mal. Los. Ja, und rein mit uns. Wo bist du denn? Bist du schon im Haus drin? Wir machen Leute machen zwei verschiedene Eingänge, okay? Ja. Zwei machen vorne, zwei machen hinten. Ich mache hinten. Unten clear. Oben ist ja schon unten ist die Tür offen schon. Du brauchst ja trotzdem musst du es erst knacken, dass du einen Zugang hast. Ja, die Tür muss ja. Du kannst aber ins Haus rein. Du kannst ins Haus rein und dann machen wir die Tür. Oh, psch. Ich wollte es gerade sagen, da kam ein Auto. Okay, Kapierenbolzen schneller. Mach das von innen. Einer muss für hier, der Sniper. Bleib hier bei mir. Warte, Tür ist offen? Unten? Ja, ich hab keinen Bolzen schneller. Ja, du musst ja nur safen. Wir müssen nur safen hier unten. Achso. Na, ich geh dazu, mach die Tür wieder zu. Mach die Tür, können wir wieder zumachen? Hast du schon? Nee, die können wir nicht zumachen, nee. Die ist noch... Ja. Oh, einmal Unterwäsche. Hast du offen? Ja, ich hab offen. Dann gib mir Schlüssel her. Warte. Musst du safen? Hier, was ist da drin? Oh, nix, was? Verarsch mich. Jetzt kann ich die Tür zum Mann. Da hinten um Deck ist noch eine Chest. Unverarbeitetes Kokain. Wie viel? 45. Ja, gib mir einen Schlüssel jetzt hier. Hier, der hat ein paar Sachen hier drin. Ich kann euch den Schlüssel nicht geben, kein Scherz. Wie, du kannst den Schlüssel nicht geben? Ja, da steht kein Haus, das ich vergeben kann. Okay. Ah, wir können aber so drauf zugreifen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe jetzt, warte mal, was ist in dem Rucksack? War nichts drin, ne? Ich habe gerade nachgeguckt. In der anderen Kiste ist hier ist noch eine Tür. Warte mal, hier ist noch eine Tür. Ja, guck mal da rein. Genau. Ja, ich brauche aber noch einen Rucksack. Im Tee. Ja, da sind unverarbeitetes drin. Kokain. Das nehmen wir da mit. Noch. Ja, mancher. Nimmt das mit. Oh, ich habe 7,62 mm 150 Schuss Box. Okay, geht's gut. Wow, nicht schlecht. 6,35 Schuss Hülsenmagazin. Was sollen wir denn mit den machen, den Munition? Nee, ich glaube, wir nehmen nur das Kokain hier mit. Alle Kokain vollhauen. Ja, warte. Ja, dann packen wir das schnell. Wir verpacken das schnell in das Haus vom APC-Clan. Das Geilste ist, wenn hier gerade jemand aufs Haus Zug greift, ne? Ja. Und du T drückst, dann steht da der Kofferraum dieses Fahrzeugs. Ja, wird bereits benutzt, genau, das weiß ich. Geil. Lass das schnell ins Auto bringen und dann in das LPC-Clanhaus packen.
Jungs. Wollen wir nicht wirklich einen Tempest holen? Nee, los, eben los, schnell ins Auto. Hinten raus, hinten raus. Ins Auto. Alles ins Auto packen, wenn ihr voll seid. Ich fahre nur 7 Stück. Ja, ich auch. Ich fahre nur 7 Stück mit. Alles ins Auto. Weißt du, wo das Auto steht? Ja, da rechts. Wie rechts? Pass auf, dass ihr nicht durchs Lagerfeuer lauft, sonst verbrennt ihr euch, ne? Ja, ja, ich passe ja schon auf. So, war auch die wo Lage ist denn das Auto? Wir können noch mehrere Häuser klappen. Nee, warte erstmal. Bacardi. Schneider kann man so ungefähr 5 Mal benutzen. Hey, ich hänge hier raus. Hier ist das Auto. Wo ist das Auto? Bei mir. Hier hinten, in der Ecke. Ah, oh, Telefon. Ja, ich höre es gerade. Also, warte, ich bin AFK, warte, ich mach's Auto auf. Mach ach, lädt mich doch. Auto auf, genau. Wir brauchen trotzdem Schlüssel. Ja, stimmt. Ist so, gib mal schnell die Schlüssel ein. Einmal durch und dann bringen wir die Sachen nämlich gleich ins LPC-Clanhaus und sammeln das. Bin mal ganz kurz ab. Hast du jetzt Schlüssel gegeben? Ja, hat er. Ja. Geht direkt neues holen, neues Kokain holen. Ja. Ah, ist schon voll. Du kannst es auch von außen ist schon holen. Voll, ist schon voll. Fuck. Warte mal, wie weit ist mein Haus entfernt? Nicht sehr weit. Wir können. Oh gut, ich bin auch wieder da. Okay. Ich lauf eben, stopf das Auto voll. Ich würde sagen, ich laufe die 400 Meter bis zum Haus eben. Und pack nee, warte, warte. Ich hol einen Tempest, ich hol einen Tempest. Nee, oder? Auch, doch, komm. Welt, Achtung! Nö, brauchen wir nicht. Wollte es gerade sagen. Warum? Habt ihr schon alles raus? So gleich, wir haben nur noch 9 drinne. Ja, ich lauf. Sergeant, komm, schnell. Steig ins Auto, Sniper. Ich lauf die 400 Meter zum Haus. Alper, Entschuldigung. Lauft mir einfach hinterher, ne? Ich bin bei meinem Haus dann jetzt. Wir lagern erstmal alles in meinem Haus. Oder ey, ich kann Tempest holen. Warte. Ja, chill mal. Komm oben raus. Ich bin doch schon hinter euch. Hinter uns. So, also. Ach so. Dann noch mehrere Häuser knacken, ne? Ja, können wir ja machen. Wir machen heute hier so eine Häuser-Session auf jeden Fall. Was will denn jetzt Alfred? Alter, der soll mal aufhören mit dem scheiß Whispern. So, jetzt aber sprinte mal hier ein bisschen. Drin. Okay, ich brauche nur noch 250 Meter, dann bin ich beim Haus und lager das alles ein. Ja. Theoretisch könnten wir Banküberfall machen, aber ich weiß nicht, ob wir uns das nochmal antun wollen. Gerade nicht. Nicht schon wieder, ey. Dann haben wir genau den gleichen Fall. Wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt hinter uns. Fahr hier links rein. Nee, nur geradeaus. Geradeaus, ja. Steig doch ein hier. Ich bin doch jetzt da. Die 140 Meter laufe ich auch noch. Die nächste müsst ihr links. Genau, fahr geradeaus. Ach, willst du ihn verfolgen, ja? Unauffällig, ja. Unauffällig. Na toll. Das war voll lang, Job gebogen. Rechts, rechts. Weiter? Genau. Unangenehm. Unangenehm. So. Nehm mal an, Lübecht. Und jetzt geradeaus das Haus hier neben uns bei Fahrerseite. Kannst hier schon stehen bleiben. Ah, fuck. Ah, falsche Taste, scheiße. Schnell das Kokain da alles rein. Will mal gezielt nach links, mal gezielt nach rechts fahren und dann fahre ich nach links. Ne? Okay. Hey, da kommt was, okay. da kommt was. Sammelt alles ein. Im Haus dürfen die Bullen eh nichts machen. Im Haus dürfen echt, die ich Bullen nichts machen. Ich kann da nichts hin tun. Wie denn? Mit ich hab keinen Schlüssel. Ach ja, stimmt. Also weiter. Gib's ihm. Ja. Hier und hier. Oh, was? Da auf dem Kofferraum greift gerade immer zu. Ja, ich. War das Haus jetzt von ihm leer, ja, ne? Ja. 9 Stück sind noch drinne. Sollen wir die auch noch holen? Ja, ich würde sagen. Klar, würde ich sagen. Wer fährt ja, von euch eben? Verarbeiten. Nee. Oh, wie viel ihr hier schon drin habt, ne? Ja, wir sind oben, haben wir auch. Wir haben hier 4 Kisten noch. Was habt ihr in den Kisten? Nichts, oder? Doch Waffen. Werims. Okay, ein Haufen voller Werims. Ich fahr schnell. Mach ich alleine ja, fahren? Ja, fahr eben ja, alleine, fahr eben alleine. Nur immer alle Türen wieder abschließen, ne, ja, wenn ihr rausgeht. DMS. Ja, wenn wir, ich würde erstmal sagen, wir warten erstmal hier, oder? Ja? Ja gut. Ja. Dann warten wir erstmal hier drin. Setzen wir uns erstmal. Fahr mal eben schnell, wir warten eben auf dich. Ja. Dann kannst du eben die 9 und dann gucken wir mal, wo wir noch ein Haus knacken können. Ich würde ja sagen, die Luxusvilla. Ja, stimmt, die Luxusvilla. Was? Die Luxenvilla, die Luxengegend am... Die ist in der Nähe. Direkt da oben beim Hundeshop ist die doch. Ja. Da ist doch immer das Villenviertel. Ich markiere es mal in der Gruppe. Dem ist halt nur... Kurt Pedikev. Meinst du Ageloch, Hieros oder...
Hier, was, nee, PD-Kev? Da. Was PD-Kev? Warte, warte. PD-Kev gehört doch das... gehören... Ja, wir müssen genau... Häuser da oben. Ja, genau, wir müssen da mal gucken. Komm, mach mal auf. Ey, wir fahr, ich fahr da jetzt mit dem Tempest hin, ich schwör's dir. Du hast einen Schlüssel, du Pfeife. Hoppala! hol mal den Tempest schon mal und der Dings lädt hier in der Zeit wieder nee, ein. Nee, 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 das ist zu gefährlich, mit einem K18 durch den Marktplatz zu laufen. Dann pack die auch kurz in den Kofferraum hier von dem SUV. Oder ins Haus. Der SUV ist nicht da. Dann pack, der doch, SUV steht hier schon wieder. Oder pack die pack... Nein! Nein, bei mir ist der da nicht. Hä? Der okay. Steht bei mir aber ja, dann auch. Ist ich bin noch weg. Dann müssen wir aufpassen. Ja, dann müssen wir echt aufpassen. Er steht da drüben, Alter, da steht jemand, ne? Wo? Gib dir. Der Smoo. Smoo? Ja, lassen. Der lassen, bevor er uns... Ja, das ist K&K. Der war vorhin Polizist. Dann pack deine Waffe eben hier in eine Kiste im Haus. Wir warten, bis der SUV kommt, dann fahren wir zusammen dort zum Tempest. Jetzt sitzt er bei uns, jetzt sitzt er drinnen. Mach mal die Tür auf. Mach mal Auto auf. Ist er wieder da? Bist du wieder da, Bacardi? Nee, ich hab mir gerade drin gesetzt. Bacardi, wo bist du? Würde ich nicht machen. Ja, ich bin gleich da. Hä? Warte. Alter, hier ist alles am Lecken. Jo. Kann ich ja mal einsteigen, dann zieh ich, wo ich bin. Der Server ist gerade übelst am Backen. Ich hab gerade Schaden gekriegt, weil wir beide zusammen durch die Tür gelaufen sind. Ja, ja. Das kriegst du. Ah, komm rein, ich hör ein Fahrzeug. Komm rein. Das bin ich. Ah, ich hab ein Fahrzeug, aber das Problem ist einfach, dass das eh gerade hier nichts bringt. Ich geh mal eben noch mal ins Inventar hier. Ja, das ist ja wirklich jetzt. Lass mich als Fahrer, steig auf. Ja, warte. Ja, fahr mich über den Haufen, Mann. Nein. Zwei Stück sind nur drin im Auto. Alter, fett, ne? Wie? Nein, ich dass nicht noch mehr drin ist, ne? Also ich kann nicht zugreifen. Weil der Dings gerade drin ist. Ich glaube, die habe ich noch keinen Schlüssel hier gegeben, warte. Ne. Ja, lass mal oben erstmal versammeln. Bitte, aber es ist schon leer. Nein, wir fahren jetzt gleich, kommt. Okay. Alle einsteigen. Ey. Komm ich. Lol, hast du gerade gesehen? Ja, der ist einfach mal weggejumpt. Er ist. Ist. Alle. Rein jetzt, komm. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das Haus zugemacht? Ist das Haus zu? Du hast einen Schlüssel. Geh mal gucken. Ja, Lagerplatz, oder? Auch für ein Haus. Lagerplatz schließen. Also ich kann das Haus nicht aufmachen. Ja, ja jetzt dann kommt rein. Ja, warte, ich geh mal eben gucken. Ja, weil bei mir wird es nicht angezeigt. Haupt jetzt eh keiner aus, zur Zeit. Boah, mit euch ist es richtig Ja gut, dann gehen wir halt. Mit euch ist es gerade richtig schlimm, weil irgendwie ist es voll am Ruckeln. Hatte ich die ganze Zeit nicht. Ja, ich komme nicht ins Fahrzeug rein. So, ich guck jetzt mal eben. Lagerplatz geöffnet, geschlossen. So. Ich komme nicht rein ins Auto, steig mal aus, Connor. Aua! Jetzt komme ich als Fahrer rein, aber nie als Beifahrer. So, ich bin aber nicht. Na, ich komme nicht rein. Ja gut, du läufst. Nein. Ich würde kurz sagen, er läuft. Ding, steig mal aus. Chris. Du bist kein Passagier, du kannst hier hinten rein. Genau. Sniper? Ja, ich warte gerade, bis das Auto mal aufgeschlossen wird. Offen. Und einer schließt es ab und ich schließe es auf. Ist offen. Nein. Jetzt ist es offen. Ja, es Nein. ist offen, doch. Jetzt ist es zu. Nein, bei mir nicht. Ah ja, der Server ist voll am behindert, ne? Dann ist es ein Bug. Der Server ist gerade am richtigen. Ja, gut, du läufst. Ich tu mal dann, kurz. Ja, ist ja, fahrt los. Ich komm zur Garage. Ich wollte es gerade sagen. Fahr mal los. Ja, bis fort hier. Das ist ja grauenvoll gerade, wie der Server rumhängen ist. Wir haben wieder irgendwas Geniales geplant und bis wir es durchziehen, ist der Server Restart. Boah, das hatten wir schon früher, ey. Hör bloß auf mit der Kacke. Heute oder irgendwann? Nee, das hatten wir schon immer. Motherfucker. Was war das für ein Bug? Du bist am Laggen. Bademauer. Es war ein Haus und keine Mauer. Ja, ist echt so. Ich steige aus, ey. Das ist mir zu gefährlich hier bei euch. Ja. Ohne Mist. Safe. Ach, bei Tempest. Die gehört die Garage sogar. Ja, ich habe mir eigentlich nur eine Garage gekauft, dass ich das als Spawnpunkt habe.
Hinten einsteigen nicht vergessen, ne? Ja, ja. Der rausschießen, oder? Weiß ich nicht, ich glaube ja. Ja. Der andere auch schon da. Oh, so schnell der, ohne Scheiß. Ja, wir können hinten drin rausschießen. Hallo? Nee, ich bin auch nicht drin, warte. Ah, okay, kann nicht mehr rausschießen. Aber ist nicht so schlimm. Was ja eh nicht, ja, ja, egal. Ja, ist ja wurscht. Gib mal schon mal während der Fahrt die Schlüssel uns allen. Uns. Ja, während der Fahrt, ne? Ja, kannst du halt nicht? Dann mach das mal eben. Bevor jetzt gleich hier wieder. Alter, wenn die gleich hinten draußen irgendwie Stress schieben oder so und dann. Bang, bang. Dann fahren wir einfach vorbei und schießen sie um. So, du weißt aber jetzt, wo du hin musst, ne? Zum Villenviertel. Nee. Wohin? Hab ich dir markiert auf der Karte. Achso, warte. Oben, beim Hundeshop ist das in der Nähe. Ah ja, gut. Siehst du? Ah, das ist ja nicht mehr weit. Nee, nee. Deshalb. Aber da musst du aufpassen, weil das ist die Haupt-, also das ist die Verbindungsstraße von der KOA bei jetzt Richtung Kavala. Dass da keiner runterkommt. Ja, wir können ja, hinten dann rinfahren. Dann packst du hinten, hinterm Haus den, Genau. Haben wir Bolzenschneider noch? Ja, ich hab noch. Wie viele? 2 Stück. Ach, hast du aus dem Haus genommen, oder was? Ey, die habe ich dabei. Die Bolzenschneider gehen nicht sofort kaputt bei einem, bei einer Tür. Ah, okay. Sondern die, und ich gebe euch einen Tipp. Bevor ihr, da können wir rein. Bevor ihr die Bolzenschneider benutzt, schaut erst mit der Aktionstaste Q, ob das Haus schon gekauft ist, weil sonst lohnt sich dann nicht, weil. Ja, du meinst mit, nicht mit Q, sondern mit Windows. Ja, ja, Entschuldigung. Dadurch. Psst, ist jetzt durch den Zaun gefahren. Ja, der ist für den Zaun. Wir hatten eine Einfahrt, wenn es oben einen Zaun gibt. Ja, ist echt weiter? So. Noch ein Stück? Gut. So. Hier hinten ist eine. Was kann man nicht mehr kaufen? Ne? Ja, dann. Ja, wunderbar, dann hinten die Tür aufbrechen. Warte, ja, hinten, warte. Ja. Ich mach. Warte mal, wir müssen erstmal schauen, ob. Ach nee, it needs to be 5 or more cops online to rob the Federal Reserve. Ah, warum ist jetzt einer gequittet oder was? Ja. Ja, ohne Scheiß. Ja, ja, und außerdem ist keine Ding. Ah doch, die sind, müssten alle oben sein. Dann. Warte, ja. Warte, ich geh mal kurz in TS. Frag mal, ob noch ein Kopf schnell online. Warten in der Aufnahme. Ja, ist echt so. Hä, wieso müssen da Cops online sein? Hört auf. Ja. Bei den anderen. Bei dem anderen waren gerade auch 5 online. Okay. Das ist immer so. Es müssen mindestens 5 Leute, also 5 Bullen online sein. Ja, wollen wir da mal. Wenn wir da mal nicht in Aufnahme sind, können wir mal hochschauen zum Militärflughafen. Was es da gibt, ob es da irgendwie geile Sachen gibt oder so. Militärflughafen? Wo ist der denn? Direkt oben bei Sofia, über Sofia. Ach den, da kann man was einkaufen. Ja, Flugzeuge, aber ich weiß nicht, ob es beim US-Militärflughafen, weil das wird wahrscheinlich der. Ja, ich weiß nicht, was ist, dann können wir mal schauen, ob es da irgendwas gibt. Können wir ja mal machen. Wertvolles oder so, ja. Können wir ja bestimmt mal machen, auf jeden Fall, klar. Wir können auch beim Pfirsichfeld oben, kann ich einen, dem das Haus Häuser gehören. Soll ich dir mal den perfekten Platz zeigen? Geh mal da hoch. Hä, wo hoch? Hier hoch. Das ist der perfekte Platz am Strand. Ungelogen. Ach so, ja. Hier kannst du mit einem Heli landen, alles. Ja. Und einen Sonnenuntergang. Kick dir an. Ja, das Problem ist einfach, es ist so ultra neblig. Nebel. Ja. Oh, guck mal, da drüben ist die Burg. Ja, wenn das nicht neblig wäre, dann würde das jetzt richtig geil aussehen, auf jeden Fall. Tja, das müsste ich nicht hinhauen. Ist schon eine echt coole Aussicht. Ja. Über Altes hier zu gucken, beziehungsweise über Kavala. Das wäre ein Screenshot wäre, wenn es nicht so. Ich rede die ganze Zeit mit euch und frage mir, warum keiner eine Antwort gibt. Dabei bin ich schon auf einem anderen Test. Lustig. Bam. Und kommt einer? Erstmal einen Screenshot gemacht. Ich habe jetzt erstmal angeschrieben. Glitch bitte nicht runter, Alter, Leute, bitte. Ja, man stirbt sofort. Wir können ja mal, ne? Bist du besoffen? Bisschen. Alter, flieg doch nicht die ganze Zeit um. Du bist besoffen. Achtung, da liegen Steine. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir hier auch Feierabend für heute. Sehen uns in der nächsten Folge. Ist leider jetzt nichts mehr geworden mit dem Villenviertel-Übergriff.
Müssen wir mal schauen, ob es noch in der nächsten Folge weitergeht. Wir melden uns zurück, wenn es soweit sein sollte. Ich bedanke mich trotzdem. Salutieren, aufstellen, Männer. Ich bedanke mich natürlich trotzdem an die Leute, die natürlich heute dabei waren wieder. Natürlich der Chris, der wird jetzt in einigen Folgen dabei sein. Und an dem Rest, da wird man mal schauen, wie es so die Zeit bringt. Und ich bedanke mich ganz herzlich nochmal an die ganze Community von LPC und auch auf der YouTube-Community, denn ihr seid einfach nur die Geilsten. Und danke einfach für 500 Abonnenten, Wahnsinn. Und deshalb habe ich ja vor einigen Tagen schon das Informationsvideo bzw. das Ankündigungsvideo zum Gewinn euch präsentiert bzw. Vlogday Part 4. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei, denn da findet ihr unter dem Link von Matterhorns YouTube-Channel findet ihr natürlich auch den Link zum letzten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten, haut da rein und ihr habt die letzten Worte. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Fahren die uns hinterher? Nee, fahren sie nicht. Nee. Fahr direkt hinter das Gebäude beim Hideout. Ja, chill mal. Dann haben sie ein Problem, so sind wir nicht hinterher. Oh shit, die schießen wirklich. An ihm hinterher, muss mal gucken. Nee, bisher ist nichts. Guck mal hin nochmal, aber. Ich sehe aber auch nicht viel. Nee, also komm Kinder hinterher. Wo fährst du hin, ey? Doch, die kommen. Fahr rein. Ich hab keine Waffe. Aussteigen. Mach den Motor aus. Er ist aus. Kommen die ernsthaft? Nein, die kommen. Ja, ich hab grad einen Ausdruck gesehen. Ja, aber auf jeden Fall mal so was erkennen können. Die haben auf uns, also pass auf, ich sag's euch gleich, wie es ist. Da vorne steht das Auto. Wo? Die haben auf uns geschossen, wir müssen gleich angreifen. Wo sind die denn? Die haben umgedreht. Ich sehe aber keinen. Ja, komm von der Straße weg. Lass erstmal zum Hideout. Wir sind ja jetzt. Nein, lass. Du musst vorne durch die Straße durch. Ernsthaft? Kann ich hier nicht drüber jumpen? Nee, kann ich nicht. Nein. Müssen wir uns an die Busche nein. Doch, du kannst über die Mauer springen. Bin drin. Ich bin auch an. Das Auto ist nicht abgeschlossen, Leute. Ja, ist egal, wir müssen uns ein bisschen erstmal verschanzen. Ja, geht mal in Deckung. Ich muss das mal hinkriegen mit dem Bolzen. Ja, ich. Ganz schön nebelig heute hier auf dem Server, den ganzen Tag schon. Ja komm, Leute, wir im Busch. Ich hab eine Idee. Wir nehmen mal schnell einen Gang-Hideout ein. Okay. Dass wir uns die Bolzenschneider dort holen können. Weil du kannst irgendwie mit Bolzenschneidern nicht speichern. Ja, okay, gut, dann Ja, das ist direkt überall von Kabala. Ja, sollen wir da dann müssen wir aber, sollen wir da hinlaufen? Halt aber aufpassen. Oder? Ey, warte, ich komme euch abholen. Zu wie viel Zeiten hier? Zu dritt. Ja, gut, das passt da rein. Ja, dann schicke ich meine Gruppe mal frage ich, ne? Ja, warte, ich muss kurz raus aus der Gruppe. Ja, dann schicke ich dir nämlich mal eine Anfrage. Jetzt. Eben. Okay. Ist ziemlich weit unten, habe ich gesehen. Da. Batsch, batsch. Wunderbar. Ich bin hier neben den Burschen. Ja, ich sehe dich. Bleibt einfach stehen. Ja, wir sind alle hier. Ja, die letzte Folge war ein bisschen chaotisch, muss ich dazu sagen. Wir wurden direkt instant einfach mal am Rebellenspawn abgeknallt, nachdem wir den guten Herrn da angequatscht haben. Vielleicht zwar nicht ganz so freundlich, aber dennoch gibt es kein das Recht, jemanden in der Safe Zone so dermaßen dreckig abzuknallen. Also Taxi ist da. Also möchte gern. Möchte gern. Taxi. Weil dann seid. Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge des neuen Anfangs von Arma 3 Altes Life und das Ganze geht jetzt in einer weiteren Konstellation los. Nein, schnell, die Bullen kommen schon. Die Bullen kommen. Moment, wir machen die Ansage gleich weiter. Weil die Bullen fahren hier mit der Hand herum. Und dabei ist natürlich immer noch der Chris. Hallo. Der Bacardi. Judendag. Und jetzt natürlich auch da reingekommen, der Matterhorn, der natürlich ebenfalls einen YouTube-Kanal hat, den ich natürlich unten in der Videobeschreibung mal verlinken werde. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, was haben wir für diese Folge geplant? Ja, wir haben jetzt vor, von dem Herrn Vitali, den der Herr Lightning LP vielleicht gerade mal so zeigen könnte, aber naja, wollen wir jetzt das Haus knacken, da ist ein Owner, beziehungsweise es ist ein... Ja, ein Admin von unserem Server und der hat halt, wie er uns gestern und vorgestern schon erzählt hat, sehr, sehr viele Waffen und sehr, sehr viele Gegenstände in seinem Haus. Ich bin gerade am Rebellenspawn, lock mich jetzt aus. Genau, dann, wir müssen hier ein bisschen... Wenn die Luft rein ist, dann
werden wir sein Haus knacken. Genau. Das natürlich auch ausräumen. Ich würde sagen, ich komme gleich mit dem Tempest am besten, oder? Dass wir alles reinpacken können. Ja, wo ist denn sein Haus? Ja, warte. Bei weißt du dann es? Nö. Okay. Ich weiß es. Okay, wir... Ja, ich weiß. Wir treffen uns alle bei der Garage. Wir treffen uns einfach alle bei der Garage. Ich bin schon bei seinem Haus. Ja, okay, gut. Okay, dann warten wir da. Der Rest trifft sich bei der Garage, weil ich Tempest aufpark, da könnt ihr alle rein. Nee, wir sind auch schon bei seinem Haus. Ach so, ja. Das Haus ist offen. Ja, ich weiß, da oben steht auch eine Kiste drin. Wie das Haus ist. Oh, bitte lass mich die Bolzenschneider noch haben. Nee, das Haus ist offen und ich bin drin, ne. Okay. Alter, warum sind die Bolzenschneider weg? Das ist doch behindert. Ja, musst du mir einen Heli fliegen. Oh, hier an der Kiste, oder was ist das alles drin? Ja, hier und da hinten ist auch noch eine, aber wir brauchen einen Bolzenschneider und wir gehen erstmal aus dem Haus raus, bevor der kommt. Ja, stimmt, wenn der nämlich jetzt spawnt, der darf uns hier drin killen. Seit dem letzten Update auf unserem Server, natürlich jetzt auch ein Taxiunternehmen, muss man. Habe ich schon erwähnt, also in der letzten Folge, glaube ich, habe ich das erwähnt? Ja, da war ich nicht dabei. Wo ist denn jetzt... Rein jetzt, Chris, auf! Komm, Chris, mach hin. Oh ja, ich bin so schwer. Bacardi, ich würde sagen, am Rebellen-Outpost holst du dir dann auch noch eine PDW. Ja. Damit du eine Waffe hast. Boah, ist das den ganzen Tag so neblig. Ich müde mich mal kurz. Ich guck mal, ob ich da... erstmal mache ich die Audio mal ein bisschen. Du bist auch voll am Teasing, Matauern. So, Anzeigen... Warum ist das alles auf niedrig? Ja, ich bin wieder da. Ich habe keine Ahnung, Partikel muss ich vielleicht auf Standard hochstellen. Boah, jetzt habe ich nur noch im Game 14 FPS gerade. Okay. Ich weiß auch nicht warum. 10. Es leckt ziemlich. Ja, ich habe 8. Und ich bin der Fahrer, also freut euch. Na toll. Ja. Arma 3 ist aber wirklich ein FPS-fressendes Game. Das kann man Baum. Nein, Chef. Anders sagen. Ja, genau. Brauche ja nicht. Aber da, Junge. Junge. Motherfucker, was geht bei dir? Fahr weiter. Dann hier aus? Ja, fahr. Ja. Geben uns hart.